der Schrecken der Straße, die Piratin der Milchstraße, die Herrscherin der Meerestiefen. Das alles ist Lucy in ihren Träumen. In Wirklichkeit ist sie ein kleines Mädchen. Und wenn die Ferien vorbei sind, wird sie zum ersten Mal zur Schule gehen. Sie freut sich schon sehr darauf. Aber jetzt sind noch Ferien und alle ihre Freundinnen sind verreist, die spielen konnte. Nur die Oswald-Bande war da und der geht man besser aus dem Weg. Aber leider hat Lucy das nicht getan. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, unbedingt ein Mitglied der Oswald-Bande zu werden. Sie wollte nicht mehr allein sein, sie wollte mit jemandem spielen. Und dafür war sie bereit, alles zu tun. Oswald wollte die kleine Nervensäge, die sich an seine Fersen geheftet hatte, endlich loswerden. Und so stellte er Lucy vor eine schreckliche Aufgabe. Sie sollte etwas klauen. Das heißt also, stehlen. Und Lucy gehorchte. Sie stahl ein Päckchen Knetmasse. Aber man soll doch nicht stehlen. Pfui, pfui, das wissen wir doch alle. Aber wie durch Zauberei wurde der Diebstahl nicht entdeckt. Und zu ihrem größten Erstaunen drückte man der verwirrten Lucy, die sich überhaupt nicht erklären konnte, wie das alles kam, eine große Schachtel Pralinen in die Hand. Es war die größte, die es im ganzen Kaufhaus gab. Oswald platzte fast vor Neugier. Er wollte unbedingt herauskriegen, was Lucy da in ihrer Mütze davon trug. Aber so viel er auch spionierte und spionierte, er kam nicht dahinter. Aber wie konnte er auch ahnen, dass Lucy aus dem Kaufhaus zwei Knietmännchen mitgenommen hatte? Ein kleines und ein großes. Und dass sie ihnen versprochen hatte, sie noch vor Schulbeginn ins Kaufhaus zurückzubringen. Denn pfui, 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 stehlen soll man nicht. Diese Knetmännchen, mit denen sich im Sommer niemand abgeben wollte, waren plötzlich ebenso wenig allein wie Lucy. Übrigens sind solche Knetmännchen in einem modernen Haushalt sehr brauchbare Helfer. Knetmännchen war es auch zu verdanken, dass Lucy die Herrscherin der Meerestiefen wurde. Das war natürlich ein Riesenspaß. Bin noch ein wenig feucht. Lucy hat einen furchtbaren Kampf gegen eine grässliche Riesenkrake zu bestehen. Und vergaß dabei völlig, dass sie zu Hause im Esszimmer war. Es gibt gewisse Dinge, die man seinen Eltern nur schwer erklären kann. Und wenn es manchmal nur so eine Kleinigkeit wie ein Wasserstrom auf der Haustreppe ist, nur sagen wir, ein Meeresfisch in der elterlichen Wohnung. Und dabei wussten weder Mama noch Papa, dass es jetzt noch mehr hungrige Mäuler im Haus gab, die zu stopfen waren. Und die waren ganz schön anspruchsvoll. Eines war jedenfalls sicher. Mit dem großen und dem kleinen Knetmännchen hatte eine herrliche Zeit begonnen. Und Lucy war jetzt endlich nicht mehr allein. Und wir halten Sommerschlaf. Das kommt dir nicht in Frage. Jetzt ist Sommer, also seid ihr auch Sommerbären. Und die müssen morgens aufstehen. Lass uns doch ein Weilchen schlafen, Lucy. Nur noch 5 Minuten. Gut, 5 Minuten. Aber dann kommt ihr zum Spielen. Schlafen. Es ist mir noch zu früh. Sei ein gutes Kind. Ich will aber nicht mehr schlafen. Ich habe großen Durst. Dann nimm dir einen Apfel. Oder trink ein Glas Wasser. Mhm.
Wo seid ihr? Wo steckt ihr, Bären? Macht mich bloß nicht ärgerlich. Ich sag's euch. Wo steckt ihr? Großer! Kleiner! Versucht mich nicht zu ärgern, sonst werde ich wild. Kleiner! Großer! Wo versteckt ihr euch denn? Ich sehe euch sowieso. Und wenn ihr kommt und spielen wollt, das sage ich euch, dann spiele ich nicht mit euch. Wo steckt ihr denn, Bären? Schlaf nicht mehr. Was könnten wir miteinander spielen? Gar nichts. Papa, bitte. Auf damit, Luzi. Dann sag, was wir zusammen spielen können. Es ist erst 6. Marsch in dein Bett. Sonst kriegst du ein paar hinten drauf. Machen, sonst werde ich wegen euch geschimpft. Der Fisch hat schon gereicht. Hör auf damit! Er hat immer gesagt, ich bin Phantomas, der Herrscher der Welt. Hm? Jawohl! Und er hat auch den ganzen Badezimmerspiegel vollgeschmiert. Dort hat er hingeschrieben, ich war hier, Phantomas. Was? Schreiben könnt ihr auch? Und wie? Da wo du nicht warst. Ja? Ja. Und du? Du petzt nicht immer. Ist doch auch wahr. Ach du liebe Güte. Ich war... Tja, wir können aber noch ganz andere Dinge, wenn du willst. Willst du? Ja, jetzt aber nicht hergucken. Ich möchte mich waschen. Ich schau dir nichts weg. Ich war hier, Phantomas. Kannst du schreiben? Nicht viel. Nur ein I, O, ein A. F und M? Das E und F verwechsel ich noch manchmal. Ich war hier, Phantomas. Ich weiß nicht, was du damit beweisen willst. Ich? Du vielleicht, gestern. Nein, heute. Bitte. Vorsicht! Ein Ente. Sie führt ja schon wieder Selbstgespräche. Ach, Quatsch. Ist das normal? Sie ist normal, aber wer sowas auf den Spiegel schreibt... Wo ist die Aufschrift? Was für eine Aufschrift? Welche Aufschrift?
Was für eine Aufschrift, Papa. Mami, darf ich rausgehen? Natürlich nach dem Frühstück. Ich habe mich auch schon gewaschen, sehr gründlich sogar. Diese Aufschrift war da. Du bleibst immer so klein, weil du so naschhaft bist. Pralinen und Zucker isst du wohl, aber dass du mal was Richtiges isst, wie eine Salzstange, nein. Ach, übrigens, ich weiß überhaupt nicht, wie er heißt. Das kannst du nicht wissen, weil es ein furchtbares Geheimnis ist. Wenn du unsere Namen erfahren würdest, würdest du graue Haare bekommen. Und du würdest bis an dein Lebensende zittern wie Sülze. Jawohl, weil wir nämlich... Weil ihr nämlich was? Weil wir nämlich keine Ahnung haben, wie wir heißen. Auf der Packung, in der du uns gefunden hast, stand extra bunte, superfeine Knetmasse. Copyright? Copyright. Superfeine Knetmasse. Warenzeichen. Bei Halshuber Schubmeister. Friedrich und Friedrich Aktiengesellschaft. Ja. Du kannst es dir aussuchen. Du kannst uns auch empfohlener Ladenpreis nennen, wenn du willst. Empfohlener Ladenpreis, so heißt keiner. Friedrich und Friedrich! Ja, ja, ja! Friedrich und Friedrich! Und der Kleine, da gab's mal einen König. Ich weiß nicht mehr, ob im Fernsehen und ob er gut war oder böse. Den Zucker lasst ihr jedenfalls. Geht jetzt zu Oswald und ärgert ihn. Ja, ich komm gleich runter. Hallo. Gestern habe ich wegen dieser nassen Zimmerdecke eine Ohrfeige gekriegt. Jetzt bist du dran! Zuerst werden wir dich schön langsam foltern! Was du bis an dein Lebensende zittern wirst wie Sülzer! Und bei dieser Folter erleidest du Tantalusqualen! Deinem Schädel wird es erbarmen wie ein Wecker am Morgen! Fein! Da freue ich mich schon! Und viele Grüße an die Frau Mama! Hey, was hast du denn mit uns? Und das wird dir nicht helfen! Nicht! Gut, dass ich meine Turnschuhe habe. So blöde Tricks habe ich schon oft gesehen. Ta 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 ta! Na endlich. Ta 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 ta! Wir haben dich gewarnt! Wer hat mich gewarnt? Hast du das gesagt? Ich? Nein. Warum? Oswald ahnt sich ja schon was. Er will sich euch unter den Nagel reißen. Er stiehlt euch einfach. So, so. Jetzt lauf los und schau dich um. Wir müssen die Straßenkreuzung erreichen. Wir werden schon mit ihm fertig werden. Los, schnell. Na los. Ich habe mir schreckliche Qualen für sie ausgedacht. Was für Qualen denn? Tantalusqualen. Und ein Helm an dem Kopf, davon kriegt sie graue Haare und zittert wie Sülze. Sie graue Haare kriegen und wie Sülze zittern. Wenn du knirpsest, rutscht sie das Geländer besser runter als du. Und wenn sie auch noch zaubern kann, haben wir mit ihr mehr verdient. Das sagst du. Falls besser als Lutscher zu klagen und nur rumzuhängen. Warte, ich weiß schon, wo wir uns verstecken. Wir müssen nur noch über die Straße. Ihr nach! Nicht zaubern.
Langsam, langsam, sonst fällst du auf die Nase und wir müssen dich hier noch behandeln. Ich weiß noch nicht hin. Ich gehe zu meiner Mama. Genau dort wollen wir auch hin. Wir müssen uns 5 Zähne ziehen lassen. Vielleicht sogar 7. Schuhüberzüge. Komm her, komm her. Ich? Ja. Das hat hier nichts zu suchen. Ich bewahre es für dich auf. Du schau mal, mir wackelt dein Zahn. Mir auch. In der unteren Reihe. Wenn du willst, zieht ihn dir meine Mami raus und du spürst überhaupt nichts. Ich kann ihn dir aber auch ziehen, wenn du willst. Warum? Komm. Nein, ich will nicht. Soll ich dir was Lustiges zeigen? Prima! Findest du mich? Das bläst genau wie ein Föhn. Faustor! Du nicht, das Mädchen. Ich will hier aber nicht weggehen. Mir gefällt's hier. Das wäre schon mal geklärt. Sie kann nicht zaubern und für das Gestern wirst du mir büßen. Schau da! Seehunde! Phantomas. Ein Schwert, das sich ohne große Schwierigkeiten in einen leibhaftigen Dackel verwandelt. Genau. Und der wurde noch dazu lebendig und kroch am Fußboden herum. Das ist aber noch nicht alles. Am Abend habe ich Geschirr gespült und plötzlich fällt ein Teller auseinander. Von ganz allein. Irgendein Streich. Wenn du 5 Kinder hättest, würdest du die Sache wahrscheinlich anders sehen. Ich verschreibe dir ein paar Pillen, ja? Guten Tag, Mami! Da. Was macht ihr hier, Luzi? Habt ihr alle Zahnschmerzen? Nein, wir begleiten nur alle Oswald. Nur damit er weiß, wo es ist. Aber hier habe ich einen Jungen, dem wackelt der obere Einsatzteil nicht mehr. Nur keine Diagnosen, Luzi. Schwester, na was ist? Nicht weglaufen. Setz aber dich darauf. Aber es tut wirklich überhaupt nicht mehr weh, im Gegenteil. Schwester! Was soll denn das? Kommt mit. Bitte, Schwester. Entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor. Wie heißt du denn? Oswald. Richter, Rosenweg 15. Mund auf. Lass mal sehen. Du gehst wohl nicht ganz zum Zahnarzt, wie? Ah. Das bringen wir in Ordnung. Schwester, die 7 im Unterkiefer bekommt eine Füllung. Spiel aus. Ja, Doktor. Ist das richtig so? Das müssen Sie doch wissen. So, jetzt gehen wir wieder, Mami. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Frau Kollegin, dieser Dackel, war der nicht vielleicht ein Seehund? Er war doch winzig, hast du gesagt. Ha ha ha!
sehen? Der Einsatzhahn oben. Und die haben dort auch Seehunde. Ganz kleine, die spielen Ball. Der eine ist grün und der andere ist orangefarben. Wirklich wahr. Und muss man da Eintritt zahlen? Nein, das ist ganz umsonst. Und mit dem Fahrstuhl kannst du auch noch auf und runter fahren. Das kostet ja nichts. Dazu musst du in den Zoo gehen. Oder auf den Rummelplatz. Raus mit dir. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen guten Appetit. Oh, danke sehr. Nein, du darfst nicht alles alleine essen. Oh, Friedrich und Friedrich wollen auch noch was. Ich weiß nur leider manchmal nicht, wo sie sind. Großer, sag mal, in was habt ihr euch verwandelt? Kleiner! Wo steckt ihr denn wieder? Da bitte, da habt ihr es. Irgendwo sind sie wieder. Aber kleiner, großer, wo seid ihr? Also, ich helfe mich. Zahnschmerzen hast. Nein, warum? Taschentücher raus! Tut so, als hätten wir Zahnweh! Meine Kuscheln! Alle mir nach! Alle Taschentücher raus und auf die Wange halten! Alles in den dritten Stock. Im dritten Stock werden Zahnschmerzen behandelt. Alles in den dritten Stock. In den dritten Stock. Siehst du, es hat nicht wehgetan. Jetzt ausspülen. Ich bin schon da. Siehst du? Sie hat auch keine Angst. Tut dir ein Zahn weh? Dann wartest du auf jemand. Ich möchte zu einer Doktor. Du warst doch schon mal hier. Habe ich dir nicht deinen Zahn gezogen? Ja, aber da wartet schon wieder einer. Alle wackeln. Bei mir auch. Ich war aber vorhin da und bei mir wackelt auch ein Zahn. Wir kommen, weil wir die Seehunde sehen wollen. Der eine ist grün und der andere orangefarben. Hier waren sie. Ich hab sie gesehen.
Seehunde.